Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Wir spielen wieder Super Smash Bros. Ultimate. Und wir schauen heute jetzt mal uns diese Geistertafelkämpfe an. Das ist, glaube ich, interessant. Und ich habe mir in der letzten Folge im Online-Projekt habe ich mir so einen Item-Blocker gekauft. Und ich will wissen, was der kann. Die Geistertafel 1. Die Geistertafel bietet eine ständig wechselnde Auswahl an Geistern, die du dir erkämpfen kannst, verlierst du jedoch mehrfach verschwindet der Rest. Oh. Der Rang eines Geistes zeigt dir, wie stark er ist. Geister mit hohem Rang liefern dir knallharte Kämpfe, doch dafür winkt auch ein mächtiger Verbündeter. Geister verschwinden nach einer bestimmten Zeit von der Tafel. Wenn du nicht so lange warten willst, kannst du die Tafel mit Hilfe bestimmter Items sofort neu bestücken. Stärke dein Team, um gegen schlagkräftige Gegner bestehen zu können. Trittst du allerdings mit einem schwächeren Team an, fällt die Belohnung bei einem Sieg umso höher aus. Dein eigenes Geisterteam hat entscheidenden Einfluss auf deine Erfolgschancen. Setz die richtigen Geister ein, um dir den Sieg zu sichern. Um dir automatisch ein passendes Geisterteam für deinen Kampf zusammenzustellen zu lassen, musst du nur den Y-Knopf drücken. Was muss ich machen? Was brauche ich davon? Ich sehe ja da was Gutes. Okay, die hier sind gut. Ja, wieder. Ja, hier. Schnell. Wähle deinen Kämpfer. Ich weiß nicht, wer gut ist. Wer ist gut? Habe ich noch Zeit? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich benutze den Mii-Schwertkämpfer. Kämpfe gemeinsam mit deinem Freund, mit deinen Freunden als Team in der Kämpferauswahl, können bis zu 4 Spieler gewählt werden. Oh, und dann ist einfach oder was? Ja. Ey! Ui, stimmt, das habe ich vor kurzem bekommen, weil. Ja, weil ich das halt bekommen habe. Das habe ich bekommen halt, ne? Das ist richtig krass, glaube ich. Das ist nämlich Verheerung Garn und das ist, glaube ich, aus Breath of the Wild. Doch, das ist Breath of the Wild. Und es hat einfach vier Dinger. Was ist jetzt krass? Ja, okay, das war. So, ich muss jetzt wirklich mich anstrengen. Ich muss gewinnen. Gegen Ness. Okay, komm. Ich habe schon so lange nicht mehr schnell gespielt. Warte, wie springe ich? Okay, so. Okay. Achso, der hat noch voll viele Teammates. Ich weiß nicht, wie man hochkommt. Niederlage. Uff. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja. Achso, ich muss noch mal im Senf schauen. Ich weiß gar nicht, wie man da wieder hochkommt. Ich weiß auch nicht, wie man angreift. Ah, so greife ich nochmal an. Ja, bleib da einfach stehen, okay? Ja, genau, mach einfach gar nichts, ne? Finde ich auch gut. Ja. Genau, so finde ich es gut. Ness kämpft nun mit. Was? Ich habe den jetzt als Charakter freigeschaltet, glaube ich. Cool. Revanche. Lässt dich erneut gegen ein Ziel kämpfen, das dir auf der Geistertafel entgangen ist. Okay.
Was, ja, wie mache ich denn jetzt? Der Itemblocker, wie macht man den denn? Ding. Okay. Warte, ich hab die gar nicht. Hm? Der ging gar nichts, aber egal. Mach das einfach nochmal. Achso, ich habe verloren und das war gerade nur ein Kampf, weil ich jetzt einen neuen Charakter habe. Ja, schnell. Ich brauche einen anderen. Wie mache ich das an? Jetzt, wen nehme ich denn? Ich nehme... Ja, Marv kommt los. Ich weiß ja nicht, wie man irgendwie hochspringt wieder. Also wie man, wenn man runterfällt, hochspringt. Wir gehen los. Ja komm, passiert nicht ja komplett. Das ist unfair. Er hat so viele Teammates und ich hab niemand. Boah, ich bin schon Level 2. Ein neuer Gegner. Ist Zelda, oder? Ja, das ist ja cool, dass ich, wenn ich dort spiele, krieg ich nicht mehr einen neuen Charakter. Ist ja cool. Hey. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach oben komme. Es muss doch da irgendwelche Tricks geben. Herausforderer-Portal ist erschienen. Gewinne die Revanche, um den Kämpfer freizuschalten. Ah. Ach so. Der da sieht noch cool aus. Der ist gar nicht so stark. Den da. Oh, egal. Ja, den da. Den schaffe ich. Wähle deinen Kämpfer. Achso, ich habe jetzt Nähe, ne? Der ist schon krass. Komm, was anderes, komm. Ich will. Nee, so. Ich hab irgendeinen Nachteil oder so. Ey, der da! Bereit?
Puff. Ich verstehe gar nichts. Oh nein. Nee, das hat er gar nicht gemacht. Ich bin nur eingefangen. Ja, jetzt habe ich mal gewonnen, ne? Sehr, sehr krass. Der Geisterschuss. Nach dem Sieg kommt es drauf an. Triff den Kämpfer, um den Geist zu befreien. Achte auf dein Timing, um die Lücke im Drehschild zu treffen. Was? Lücke verfehlt? Halb so schlimm. Jeder Schuss zerbricht den Schild ein wenig. Beim nächsten Versuch hast du bessere Chance. Etwas Hilfe beim Geisterschuss? Gefällig. Bestimmte Items verkleinern oder verlangsamen den Schild und erhöhen so deine Trefferchancen. Uff. Was bringt mir denn der Itemblocker? Unendlich Zeit. Na, perfekt. Ja, jetzt kann ich ja nur noch treffen. Ah, ich darf gar nicht mehr. Perfekt. Perfekt. Bowser, glaube ich. Doch, doch, Bowser, ja. Das kann auch so aussehen wie Bowser. Was macht der denn da? Was macht denn da? Wer ist das überhaupt? Bowser kämpft nun mit. Nice. Zum ersten Mal auf der Geistertafel einen Kampf gewonnen. Juhu! Da muss ich gewinnen. Komm. Dimitri, The Legend of Zelda. Wähle deinen Kämpfer. Bowser. Ey, kann man aufhören, mich in Ei zu verwandeln? Oh. Hm. Ey, das ist eine krasse Attacke. Ey, komm raus!
Easy. Bowser ist ja richtig krass. Okay, das ist ja langsam. Warte, wenn es da unten ist. Yeah. Man verhindert Sinken im Wasser. Also das bringt man auf der Map halt eben viel, weil es da einfach bringt, was vieles. Was ist denn das? Ne, den kann ich nicht da gerade. Pete, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Was? Da macht der Boden einfach kaputt. Wenn man auf. Ja, das war total sehr schlau. Ich bin irgendwie nach oben gekommen. Ich weiß nicht, wie, aber ich hab's geschafft. Nein, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, mach nicht kaputt machen, nicht kaputt, Bowser. Also hör auf. Nicht kaputt machen, alles. Nicht sterben. Aha. Ja! Ich hab gewonnen. Kämpfen mit. Achso, das da oben ist die Anzahl, wie viele Geister ich glaube schon habe. Ja, ich glaube schon. Okay, das war's mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen und ciao.